Gut. Dann schauen wir mal. Wir müssen irgendwie an Wäsche kommen, um den Wäschelift benutzen zu können. Beziehungsweise im Wäscheraum abspringen zu können. Bin mir nur unsicher. Also eigentlich bin ich mir gar nicht unsicher. Eigentlich weiß ich ja, wo es Wäsche gäbe. Da sitzen aber die zwei siamesischen Zwillinge drauf, dessen Pulli ich vorhin zerschnitten habe. Die kann man eigentlich auch nur vorstellen, dass es dort dann irgendwie weitergehen man müsste. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Das stimmt, Edna. 200%. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Man ist immer nur so verrückt, okay, wie man sich fühlt. Hätte ja sein können. Unterschiedliche Spiegel, unterschiedliche Meinungen oder so. Aber wir könnten mit dem Spiegel sprechen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Oh, was für ein schöner Reim. Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Okay. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange. Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Ja. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ja. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Okay. Gut. Gut. Ich würde sagen, lasst uns nochmal in den Schlafsaal schauen. Hey, wo sind unsere Freunde? Moment. Wir haben dessen Pulli ja zerschnitten. Wo sind die hin? Ich dachte, sie verlassen nie den Schlafsaal. Oh, kommen wir so zu unserer Wäsche? Decke. Poti? Moti? Sie haben sich in Luft aufgelöst. Finde ich gut, aber du sollst die Decke Poti? Nehmen. Nicht reden. Moti? Sie haben... Hä? Ach so. Mir fallen zwar 1000 Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Sie ist zu sperrig, um sie rumzuschleppen. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Boah, ich würde das aber jetzt gerade fühlen. Guck mal, Harvey, ein Laken. Igitt, tu es weg. Sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Kornflix. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wie wär's, wenn wir das ein bisschen... Jawohl! Da seh ich mich. Darf man aber keine Chips essen? Ja. Au, okay. Oh, das sind sie weg. Chips, gut. Das kann schon mal nicht so falsch gewesen sein. Was haben wir noch? Ich glaube, das wird hiermit nicht gehen. Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Der Stinktrink ist leer. Okay, gut. Wir haben die Decke versaut. Vielleicht kugel ich die ja dann irgendwo rum, wenn sie zum Waschen eingesammelt wird. Oder so. I don't know, nehmen kann es ja nach wie vor nicht, oder? Die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Hab ich doch schon. Mir fallen zwar, aber sie ist... Okay. Na, dann hoffen wir mal, dass die gewaschen werden oder irgendwo gelagert werden, damit ich sie dann dort einfach runterwerfen kann. Das würde ich auf jeden Fall gut finden. Schauen wir mal. Und los geht's. Nichts passiert. Wieso steht denn hier jetzt lädt? Ah, jetzt. So, der Herr Mantel. Da bin ich gespannt, ob der auch noch eine tiefere Rolle spielt hier in dem Ganzen. Da kommt der nächste Ausgang. Ah, okay. Seit wann steht denn da unten lädt? War das immer schon so? Ist mir noch nie aufgefallen. Na, guck einer an. Guck einer an. Können wir ab... Ist das unsere Wäsche jetzt? Auf jeden Fall können wir abspringen. Egal. Egal, da können wir abspringen. Perfekt. Das nutzen wir. Da kommt der nächste Ausgang.
Das nutzen wir, aber zuvor möchte ich nur kurz was schauen. Ich habe nämlich von einer Freundin den Tipp bekommen, ich solle doch unbedingt etwas tun, falls ich das noch nicht getan habe. Und ich gesagt, ja komm, dann hau raus, sag halt, ohne dass du mir zu viel spoilerst. Und ich sag, ey, du musst das unbedingt machen und ich versuche das jetzt einfach. Also das habe ich mir jetzt nicht aus der Brauchst Nase gezogen. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Bad dabei. Aha. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Oh. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Oh, wow. Okay, das gibt sogar Achievement. Oh, nice. Wir haben die Topflappen getauscht. Okay, das ist cool. Das ist cool. Vielen lieben Dank. Bienenlook. An dieser Stelle, Dankeschön für diesen Tipp. Na, schau. Etwas Ketchup dazu? Hätte Wozu? Definitiv. Dazu. Sie zu. Nicht probiert. Wie zu. So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Oh, wow. Etwas Senf dazu? Wozu? Dazu. Sie zu. Wie zu. So zu. Wozu? Ja. Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Okay, cool. Es war mir jetzt ein Bedürfnis, das auszuprobieren tatsächlich. Splunch. So, müssen wir weiter noch ein bisschen unseren Namen alle Ehre machen. Also unseren Namen, aber wir haben schon angefangen damit, alles hier zu bespritzen. Können wir nicht jetzt einfach aufhören damit. So, dann gehen wir wieder in den Wäschelift. Und springen dort mal ab, das müsste ja klappen nun. Ich gehe ja ganz stark davon aus, dass das unser bekrümelte und bebröselte und bespritzte Decke ist. Die da jetzt rumliegt da unten. Da kommt der nächste Ausgang. Oh. Na, wir können ja noch mal gucken gehen, bevor wir abspringen. Einfach rein aus Interesse. Ja. Das Bett ist frisch bezogen. Und zeigt auch nichts mehr an. Perfekt. Schade eigentlich. Eigentlich schade. Ja. Alles klärchen. Dann auf geht's. Auf in den Wäscheraum. Und los geht's. Genau, los geht's. Kann ich ihn eigentlich mit Ketchup bespritzen? Ich hab ihn genug geärgert. Okay. Ach komm. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, schade. Oh Mann. Warte. Yep. Das war jetzt eine unspektakuläre Animation tatsächlich. Bettwäsche. Splunch. Ja, das ist einfach ganz unser Ding. Waschmaschinen leben länger mit Kalkon. Das sind ziemlich Keine bezahlte große Werbung an dieser Stelle, bitte. Ja, nimm es weg, nimm es weg. Du brauchst keine Angst zu haben, das ist bloß Senf. Böser Senf. Oh, böser wow. Hobbit. Macht böse Flecken. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Ach, wir wollen dein Vokabular nicht sauber waschen, okay. Du brauchst keine Angst. Böser Ketchup. Okay, selber Text, alles gut. Heute ist nicht Waschtag. Heute ist nicht Waschtag. Okay. Nein, ich will vielleicht nochmal Wäschelift fahren. Oh ja, und dann Autoscooter. Klingt nach einem Plan. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Danke. Danke. Ich will nicht schlafen. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Oder hier ist auch Sonne. Warte mal, die Säcke können wir noch anschauen. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Ich habe Angst, dass ich irgendwie zu Beginn nicht alles bespritzt habe. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Hallo? Ist da jemand drin? Zu schwer, zu groß, zu langweilig. Ja, macht Sinn. Das ist nur Schmutzwäsche. Gut, dann lasst uns da hochgehen. Jawollo. Die Treppe. So, da drinnen war ja das Aktenlager, meine ich.
Ja, genau. Genau. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, ja. Das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Ich würde man fast sagen, König des Aufenthaltsraums, dem Adrian. Vielleicht findet man da irgendetwas, wie wir den besiegen können, wegen dem Gold und so. Ach, das geil. Soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Wow. Okay, das hilft uns natürlich nur bedingt, ne? Also, nicht. Wo ist denn die Akte jetzt? Nicht da, okay. Mal sehen. Kein Eintrag unter L wie Lebensmittelvergiftung. Hä? Mal sehen. Kein Eintrag... Okay. Mal sehen. Okay. Kann ich es nochmal benutzen? Okay, dann ja, schauen wir mal alle durch. Mal schauen. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Ob das wohl für irgendetwas dann später von Nutzen ist? Möglicherweise ja. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Ja, zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Interessant. Das soll eine Name? Peter. Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Aha. Und dann bleibt ein Hoti über. Bin gespannt, was bei dem steht. Das soll eine Krankenakte... Ja, zitieren wir. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als Gut, wir haben mal Sportunterricht, ausgewählt. Reihenfolge und einen und Haufen Haustiere. Aber jetzt nicht unbedingt zwingend etwas, das uns gerade in diesem Moment weiterhilft, würde ich jetzt mal behaupten. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Die ist nicht... Hier steht... Der besorgt... Ja, das hat man ja schon. Hier steht und die... Okay. So. Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal keine Notiz. Wie jetzt? Du wirst es nicht mit Ketchup bespritzen. Warum nicht? Nein, niemand hat das Recht... Und was ist mit Erinnerung durch ein tomatiges Aroma bereichern? Nein. Ich finde, er hat recht. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. Ach, Edna. Okay, na ja, gut, nun. Graffiti. Vielleicht kann man das noch ein bisschen verschönern. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay. Hier wäre wieder der Ofen. Aber... Soweit die Ding brauche ich nur immer etwas, was ich da reinmachen kann. Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Ja. Aber etwas fehlt. Etwas fehlt, genau. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Gut. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Ja. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Schade.
Das lässt sich nicht abbrechen. So eines hätte ich nur allzu gerne gehabt. Kann ich verstehen. Pass auf, war das nicht hier, wo der Typ... Ach, hier runter. Hier runter war das, die Leiter runter, wo der eine Typ gegraben hat. Ah, so. Die Löffel kann ich ja nach wie vor nicht mitnehmen, oder doch? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Ja. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Aufgefahren zu ihren Ahnen. Ex-Löffel. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Schade eigentlich. Hey! 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 Ja gut, okay. Almo, bist du noch da unten? Hola, Edna! Was gibt es? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harte Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Hast du nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nein, aber ich weiß, wo es eine Schaufel gibt. Viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Okay. Nur der obligatorische bringt euch. Ja. Ah ja. Sehr gut. Sehr gut. So, hier ist weiterhin zugesperrt. Da steht Willkommen drauf. Ja. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Das hat man schon probiert. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Aha. Sehr gut. Ich hasse diese Dinger. Sudali. Der Speiseplan. Hier war der Speisesaal. Ach, und hier war wieder der... Ich habe das Formular immer noch nicht ausgefüllt, ne? Ich würde es zu gern tun, aber es geht halt nicht. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Ja, I know. Soll ich dir ein Tattoo malen? Ja, das hat man schon tausendmal. Das hat man schon tausendmal, ja. Und da kommen wir auch wieder nicht weiter. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Ja... Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Oh yeah. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Oh. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Okay. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja doch. Na gut. Ja doch. Wer braucht die schon? So, kann ich jetzt unterschreiben? Vielleicht. Meine eigene Unterschrift ist da wohl... Nein. Oh Mann! Ich bin... Okay, das klappt so nicht. Irgendwo muss ich lernen, Unterschriften zu fälschen wohl. Oh oh. Oh nein. Hey! Oh, hier ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ja. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Oh Mann. Alarm!
Entflohener Patient! Alarm! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Tja. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und... Müsstest ja, das hat man schon alles. Ich bekomme nicht mit, was soll... Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude... Es ist nur... Ich... Ist ja schon sie gut. Sie hat es scheinen. So verkehrt. Okay. So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja, okay. Das habe ich wohl vermasselt. Eventuell, ja. Gut, dass wir ja wissen, wo es lang geht. Oh, Mann. Hätte wissen müssen. Hi. Ich habe ihn genug geärgert. Schade eigentlich. Ich finde, dass er hoch erfreut aussieht. Und los geht's. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel? Oh. Hin? Hä? Okay, jetzt wird's spooky. Warum ist er weg? Was ist passiert? Da kommt der nächste Ausgang. Warum ist Herr Mantel weg? Moment. Moment. Die lief doch vorher auch nicht. Oh, wow. Echt jetzt? Das ist ja Herr Mantel. Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Er ist noch nicht sauber. Ah ja. Ich schalte mal in den Schleudergang. Oh Gott. Er ist noch nicht sauber. Ich muss wohl warten. Herr Mantel? Er hört... Ja. Ich schalte mal in den Schleudergang. Hast du das schon? Ich schalte mal in... Okay. Okay, gut, alles klar. Dann ist es halt jetzt mal so. Herr Mantel wäscht sie mal kurz. Ist völlig in Ordnung. So, können wir hier auch schon... Aha, das haben wir auch da. Okay, alles klar. Alles klärchen. Wozu? Es würde niemandem auffallen. Oh, sei nicht so. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Okay. Okay. Was Dr. Marcel darin wohl versteckt? Wenn es doch nur so einfach wäre. Ja, ob wir das je rausfinden, wir werden sehen. Da ist der Stuhl wieder. Das klappt so nicht. Schade. Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Okay. Da sitzt ja unser Wache drin. Wir haben natürlich jetzt wieder keinen Becher, tatsächlich. Ach doch, wir haben das Cocktailglas. Ah, wir haben das Cocktailglas. Moment. Damit müssten wir doch theoretisch Wasser bekommen, oder? Da ist immer noch ein Fleck. Der Fleck raus, ist mir... verdammter Fleck. Raus, sage ich. Oh, ich will's doch nicht waschen, ich will Wasser reinmachen. Ach, Edna. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Warte, ich poliere nur das Glas. Genau. Und danach bügeln wir unsere Krawatten und putzen uns die Zähne. okay. Zu früh Nein, gefreut. Meine Sachen bleiben so schön schmutzig, wie sie sind. Oh, sie macht es einem nicht einfach, gell? Ich brauch doch das Wasser. Glaube ich. Squanch. Mist. Oh. Frech. Mist. Es gibt Seife mit Zitrone, Seife mit Aprikose. Warum gibt es keine Seife mit Ketchupduft? Gute Frage. Hui, sieht aus wie ein Psycho. Okay, okay.
Okay. Waschnecht. Was? Waschnecht. Fness. Ach, Sam von Ketchup umgedreht wegen Spiegelschrift. Oh, wow. Okay, krass. Gut, alles klar. Ja nun. Hier kann ja auch maximal für Unordnung und für... Ich sehe das Senfkaugummi. Da ist es. Zwischen krebserregender Farbstoff und im Automat seit den 80ern. Bullseye. Yee. Bullseye. Ja, nicht ganz, aber egal. Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's. Richtig. Der Willi zählt. Es ist zwar kein Kaffee... Oh, schön, wie man hier alles versauen kann. Hui, sieht aus wie ein Psycho. Ja, bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Oh Gott. Okay. Davon wird es auch nicht weniger ungenießbar. Okay. Schade, ich dachte eigentlich, ich komme mit dem Becher an Wasser ran. Und der ist trotzdem leer, ne? Der ist ja leer. Ja. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Eben. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Habe ich den jetzt mit? Nee. Kann ich den nochmal mitnehmen? Der ist genauso siffig wie der letzte. Ja. Und bestimmt genauso nutzlos. Ja, aber was ist, wenn ich den Becher in den da reinmache? Das Gold ist genau da, wo es hingehört. Ich muss es nur noch abkühlen. Hä? Was? Was? Das Gold ist genau... Ich muss es nur noch... Ich glaube, das ist der falsche Text hier. Das Gold ist genau... Ich muss es... Ich hätte den gerne in den reingestülpt, damit er nicht wieder kaputt geht, wenn ich da Wasser einfülle. Weil das klappt bestimmt wieder, nicht? Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Der Ketchup guckt gerne... Da lernt man... Okay. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Da freut er sich. Dr. Marcel, dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Zurück. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Das wirst du wissen. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Dann geh doch. Ich will meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Wirren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Apropos Wasser. Ich gebe auf. Noch was. Okay. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Okay, also wir brauchen nur einen Schlachtplan, wie wir da zu Wasser kommen. Weil das mit dem Becher klappt bestimmt nicht. Das hat schon einmal nicht hingehaut. Ins Cocktailglas will sie nichts einfüllen. Aus welchen Gründen auch immer.
Wir brauchen immer nur das Gold vom König Adrian. Habe aber noch nicht rausgefunden, wie. Ja, ich würde sagen, es bleibt weiter spannend, ihr Lieben. Es bleibt definitiv weiter spannend.